Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Breath of Fire 3. Und wir sind im Moment auf der Suche nach dem Problem, welches auf diesem Schiff verursacht wurde im letzten Video. Ob wir es finden werden, was es ist, wir werden es ja bald herausfinden. Hoffentlich. Auch wenn ich Angst drum habe, was passieren wird, was es sein wird. Aber gut. Ich habe Angst davor, dass es gleich schon hinter der Tür da drüben ist. Ah gut, erstmal um diesen niedlichen kleinen Stromkrieger kümmern und dann können wir da in diese Tür. Yay. Also nix wie rein da. Okay, hier gibt's auch wieder drei Wege? Ah, die Auswahl ist ja ziemlich groß. Oh Gott. Okay, das war schon mal ein Kreislauf, klasse. Der Weg hat sich nicht gelohnt, nein. Da muss ich den anderen Weg nehmen. Ich sehe schon, das wird wie ein kleines Labyrinth, aber gut, was soll's. Ein bisschen laufen schadet. Nee, diese Kram werde ich jetzt erstmal bekämpfen. Mal schauen, wie stark die überhaupt sind. Eine muss ich ja besiegen, um zu sehen, wie viele HP die überhaupt haben. Okay, die erste ist weg. Das heißt, beim nächsten Kampf weiß ich auf jeden Fall schon mal, wie viel HP die haben. Ey! Das ist unfair, dass du doppelt angreifen darfst. Okay, wir sind auch zu dritt. Also, es ist berechtigt. Ausnahmsweise. Also los, macht es fertig schnell. Wir wollen weiter. Wir wollen endlich nach diesem Problem Ausschau halten. Ist bestimmt sowieso ein Monster. Also ein Boss wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal sehr stark von aus. Es würde mich zumindest nicht wundern in diesem Rollenspiel. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Gut. Was bleiben jetzt noch zur Option hier als Wegen, die ich laufen kann? Dieser lange Weg hier. Ich gehe mal hier lang. Oder auch nicht. Was ist diesmal, was mich aufhalten will? Wenn es wieder Kram sind, hau ich ab. Nein, das ist ein Stromkrieger. Okay, der ist schnell weg. Sag ich doch. Mit einem Schlag ist er weg. Ach ja, ist das herrlich. Wenn wir noch zu stark für die Gegner sind. Hier war da irgendwo eine Truhe, genau. Ein Seelenjuwel. Ich sollte mir die Items bei... ja, in nächster Zeit irgendwie mal genauer unter die Lupe nehmen. Und da sind Treppen, die führen in den Keller dieses Schiffs. Seit wann hat ein Schiff einen Keller? Wie komme ich überhaupt jetzt darauf? Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, in der untersten Teil, ich glaube, Bug wird da auch genannt. Hat Momo ja mal gemeint, im letzten Video. Bug des Schiffes. Also, ich weiß nur, dass es ein Backboard am Schiff gibt und... ja, weiß ich auch nicht wirklich genau. Also, ich kenne mich da mit den Befehlen und so nicht so aus. Ist hier was versteckt vielleicht? Nein, schade. Gut, dann muss ich wohl hier rum. Hier irgendwas Verstecktes? Natürlich nicht. Okay, dann muss ich auf diese Kisten laufen. Was will uns diesmal davon abhalten? Ha? Welches Monster? Zwei Krabben. Okay, ich verschwinde vor euch. Ha, ich bin schnell genug. Ich hab's geschafft, vor den Krabben zu fliehen. So, okay, hier ist nichts. Da muss ich tatsächlich hier auf diese Kisten. Was ist jetzt los? Achso, okay, ich stand nicht richtig. Ich habe mich jetzt gewundert, wenn ich da nicht weitergehen könnte. Es geht höher, yay. Und wir sind draußen. Nach so einem langen Weg unterhalb des Schiffes. Wow. Okay, wo sind wir jetzt? Etwas hat wohl den Bug getroffen. Okay, jetzt muss ich mich hier umsehen, oder was? Da muss ich wohl nach hinten, glaube ich. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das ganze Schiff wohl absuchen. Ja, vor den Gegner kann ich wenigstens noch fliehen. Das ist schön, das ist wunderbar, das ist perfekt. Dann gucke ich mal, was hier unser Schiff sowas von demoliert. Ah, hier ist die Kanone. Aber hier ist trotzdem nichts. Hier ist nichts. Das gibt's doch nicht. Irgendwo drei Gegner, nein. Hallo? Ich will nicht gegen drei Gegner kämpfen. Ich will erstmal wissen, wo das Problem hier ist. Wo ist der Bug des Schiffes? Okay, hier komme ich lang. Aber hier kann ich auch nicht wirklich weiter. Na toll. Wofür bin ich jetzt hier hochgekommen? Oder hier drauf? Hier kann ich auch nicht rüberhüpfen oder so. Nee, klappt leider nicht. Schade. Okay. Das könnte, glaube ich, noch ein... ach, den mache ich schnell. Noch ein bisschen spaßig werden, hier rumzulaufen. Könnt ihr den Stromkrieger bitte treffen? Natürlich nicht. Warum auch?
weil es ein leichter Gegner ist und ihr mich ärgern wollt. Aber wenn meine Party ja schnell stirbt, Ray ist sowieso schon ziemlich angeschlagen, so eine Scheiße. So, endlich. Na gut, dann werde ich mir jetzt nochmal die andere Seite genau unter die Lupe hier nehmen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Irgendwas muss ich wahrscheinlich... Ah, nee, doch nicht. Hier rüberschieben oder so. Aber... Oder hier lang? Hier vielleicht weiter? Ah, okay. Ich hab's gefunden. Es ist tatsächlich ein Monster. Es war offensichtlich, Leute, oder? Seid ehrlich, ihr hättet es bestimmt auch vermutet. Ey, warum kommst du unser Schiff? Komm gefälligst aufs Schiff und stell dich uns im Kampf. Was zur Hölle ist das? Zwei? Kann ich auch fliehen? Okay, scheinbar nicht. Das ist der Hit. Du meinst, wir müssen hier kämpfen? Wir können nicht einmal gerade stehen. Lasst uns zurückgehen, bis wir in der Mitte des Decks erreichen, oder die Mitte des Decks. Da dürfte es einfacher sein zu kämpfen. Gibt's noch eine Möglichkeit zu speichern für alle Fälle, dass ich krepieren sollte? Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Monster sind. Rechte Richtungstaste... Moment, was? Rechte Richtungstaste zum Rückwärts gehen. Achte auf die Monster. Bewegen sie sich, dann warte auf die nächste Öffnung? Was zur Hölle ist das? Ein kleines Minispiel oder was? Ach du Scheiße. 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 Da kommen sie! Ich glaube, ich habe das nicht so ganz verstanden. Aber gut, ich glaube, jetzt geht der Kampf los. Ammonit heißen die. Ja. Mina, ich würde sagen, du machst einfach erstmal eine Angriffsmagie. Da die Viecher aus dem Wasser kommen, würde ich mal vermuten, dass Blitz... Scheiße, ist nur gegen eins, egal. Dass die schwach gegen Blitz sein können. Ray, du machst einen normalen Angriff und DJKA, du machst das übliche, besteigen. Okay, jetzt sollte ich mal Folgendes probieren. Kehrt Fähigkeiten und Eigenschaften um. Okay. Verstehe, das wird also... So, benutzt rätselhafter Einfluss. Gibt schlagkräftigere Formation. Okay. Warte mal, wie viel zieht das ab? Ne, 8. 8, okay. Nein. Wisst ihr was, Leute? Da ich diesen Kampf schnell schaffen will. Eldritch, nein, Wunder, Wunder. Eldritch. Magische. Und was nehmen wir noch? Ich würde sagen, das Schwert. 21, wie viel habe ich? Okay, das müsste reichen. Also, Zeit für unsere Verwandlung gleich. Sofern die JKA drankommt. Mal schauen, wie viel Nina überhaupt diesen Mist 4 abzieht. 480, okay. Na, ja, Ray zieht nicht ganz so viel ab, aber gut. Gleich sieht das Ganze anders aus. Yeah, fusionieren wir wieder, oder? Nö. Aber wir haben wieder ein tolles Aussehen. Verwirren. Und wer wird jetzt verwirrt? Hoffentlich Ray oder Nina. Bei denen ist mir das egal. Okay, ist nur Ray. Viel Schlag. Naja, so viel war es nicht und so stark war es jetzt auch nicht. Na gut, dann schauen wir mal. Aura. Geht leider nur gegen eins hier. Egal, ich muss erstmal zusehen, dass ich einen von den beiden erledige. 640, okay, 1000 hat er schon mal abgezogen bekommen. Noch einmal Aura. Ray? Kann ich gerade nicht benutzen? Na, klasse. Da mache ich nochmal Mjölniere. Ich will diese Ammonit schnell kaputt kriegen. Diesmal ist es 818, okay. Ich sehe schon, komm, ich muss gleich... Oder nehme ich... Erstmal gucken, wie schnell eines dieser Ammonit kaputt geht. Okay. Das heißt, diesen Kampf werde ich noch komplett in diesem Video aufnehmen. Definitiv. Verwirren kommt wieder. Wehe, das geht auf die JKR. Wehe, das geht auf die JKR. Wehe, das geht auf die JKR. Okay, scheinbar hat es nicht funktioniert. Okay, Aura. Attacke. Mach es fertig. Aber diesmal nur 677. Okay. Lange bin ich wohl nicht mehr in der Drachenform, okay? Naja, gut. Dieser Kampf müsste trotzdem schnell geschafft sein.
Na komm, mach schnell. Go, Nina, go. Und ist es weg? Noch nicht. Schade. Na, ich denke mal, nach dem nächsten Aura-Angriff müsste es erledigt sein. Definitiv. Okay, Ray überlebt das hoffentlich auch noch. Na gut. Leute, der Kampf ist hoffentlich jetzt geschafft. Es ist erledigt. Yay. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Feind geschlagen. Und dann beende ich dieses Video jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben das Problem beseitigt. Bis dahin, auf Wiedersehen.